Bei Teelichtern gibt es große Unterschiede. Wir möchten dir helfen, auf kerzenprofi.de dein perfektes Teelicht zu finden. Teelichter gibt es in verschiedenen Farben, mit und ohne Duft und in unterschiedlich großen Verkaufseinheiten. Doch fast noch wichtiger sind Brenndauer, Größe und Material des Bechers. Das klassische Teelicht ist bekanntermaßen weiß und ohne Duft. Es hat einen Durchmesser von 3,8 cm, sitzt in einem silbernen Alubecher und brennt rund 4 Stunden. Brenndauer. Im Idealfall weißt du vorab, wie lange dein Teelicht brennen soll und entsprechend wählst du es aus. Ein häufiges Anzünden kann unter Umständen problematisch werden. Achte darauf, dass das Wachs beim Erlöschen der Flamme komplett flüssig ist. Ist im Becher weniger als ein Drittel Wachs, könnte ein weiteres Anzünden ebenfalls schwierig werden. Im Angebot haben wir Teelichter mit Brenndauern von 4 bis 10 Stunden. Für Stöfchen und Duftlampen verwende ein Teelicht mit nur 4 Stunden Brenndauer. Ansonsten könnte die Flamme zu heiß werden und deinem Stöfchen schaden. Becher. Neben den Standard-Alubechern sieht man immer häufiger durchsichtige Kunststoffbecher. Durch die transparente Hülle erhöht sich die Leuchtkraft der Flamme, wodurch auch die Teelichtgläser besser zur Geltung kommen. Teelichter mit langer Brenndauer sind meistens etwas höher. In manchen Fällen sind sie auch breiter als die üblichen 3,8 cm. So ist der Becher der 9 Stunden brennenden Maxi-Teelichter Clear Cup von Bolsius beispielsweise 5,6 cm breit. Die genauen Maße findest du auf kerzenprofi.de jeweils in der Beschreibung unter der Kerze. Übrigens sind alle auf kerzenprofi.de angebotenen Teelichter RAL-zertifiziert. Egal für welche Teelichter du dich also entscheidest, eine hohe Qualität erhältst du in jedem Fall.